Nicotiana tabacum, der Tabak. Wohin blickt dein inneres Auge, wenn du dich allein und einsam fühlst? Wer ist mit dir und doch stets unerreichbar? Und in welchen Welten bist du mehr zu Hause als in deinem Körper? Der Tabak ist eine sehr beliebte Pflanze, könnte man sagen. Also sie wird sehr gerne in aller Menschenländer geraucht. Es ist aber auch eine sehr giftige Pflanze. Vor allen Dingen, wenn wir sie oral zu uns nehmen würden, also essen würden, ja, dann kann das sehr, sehr schnell zum Tode führen. Also nicht machen. Ja, beim Rauchen ist das immer noch sehr, sehr giftig und kann gesundheitsschädlich sein. Dennoch hat sie wirklich eine sehr, sehr große Präsenz, ist auch beliebt und wurde auch in alten Zeiten für diverse Dinge benutzt. Das gucken wir uns jetzt ein bisschen an. Und ja, in dem Kartenset, da ist das Lustige, da gibt es sie überhaupt nicht als Karte. Ich mache das jetzt mal als Video. Das entspricht dem Tabak so ein bisschen. Ja, ist erstmal so mehr so als Rauch da, so zwischen den Welten. Und dieses so körperlich werden, das ist nicht so einfach. Deswegen ist das eigentlich der richtige Eingang und Zugang so für den Tabak. Und wenn er sich dann mal so verstöfflichen würde im Kartenset, dann würde er, weil er eine Giftpflanze ist, in den Mikrokosmos gehören und da in die Rubrik Torwächter. Ja, also das heißt, es geht um alte Zeiten, um Kernkonflikte und die Schwierigkeit, so sich mit dieser Stofflichkeit hier auseinanderzusetzen, so ein bisschen zwischen den Welten im Nebel und Rauch zu stehen. Da, ja, da sind wir doch schon gleich im Thema. In der Homöopathie ist Tabakum bestimmt am bekanntesten so bei so plötzlich auftretender Übelkeit. So Übelkeit, wo man sich so richtig elend fühlt. Ja? Und da ist so das bekannteste die Reisekrankheit. Ja? Das heißt, wenn man gerade auf dem Weg ist, woanders hin. Ja, da haben wir symbolisch diesen Weg zwischen zwei Welten wieder. Und das kriegt man nicht so ganz verdaut, man hängt dazwischen. Ja, und da ist Tabakum ja schon lange eine gute Idee immer gewesen. Wenn man sich so die Gesamtsymptomatik anschaut, finde ich es sehr hilfreich vom Verständnis, welche Symptome sich auf die giftige Wirkung des Nikotins beziehen und welche auf die so ein bisschen verschwommene Sphäre des Rauches. Ja, diese Wege, das Vernebeln, da haben wir nochmal eine andere Dynamik und ja, auch eine andere Symptomatik, kann man sagen. Und genau diese beiden Aspekte sind natürlich auch für die Seelenhomöopathie äußerst interessant. Ja, die nikotinbezogenen Symptome sowohl in der Homöopathie als auch in der Seelenhomöopathie sind relativ offensichtlich. Ja, das sind diese körperlichen Symptome. Ja, sich übel fühlen, sich elend fühlen. Ja, das wird einem schwindelig. Ja, auch es gibt Nervenschmerzen und Sinnesschwierigkeiten. Ja, es kommt zu Herzrasen, also zu einer echten Bedrohung. Ja, also es gibt einen bedrohten Zustand in Form von Gift. Ja, auf einer Medikamentenebene würde man natürlich jetzt wirklich gucken, also bei einer echten physischen Vergiftung muss man gucken, was man für dieses Gift findet. Da geht es jetzt hier nicht drum, sondern es geht jetzt um einen Zustand, den der Körper karikiert, ohne dass er jetzt ein Gift zu sich genommen hat. Aber
so Symptomatiken zeigt oder so Gefühle im Prinzip auch hochkommen, mit denen man in Resonanz steht, ja, die zu einer, sagen wir mal so, Geschichte gehören, mit der man verbunden ist. Ja? Und diese Geschichte führt einen so in der Seelenhomöopathie und Ahnenmedizin meistens so in die Welt der Ahnen. Ist jetzt ja auch eine Torwächterkarte. Das heißt, die Idee da drin steckt eigentlich, dass es Gefühle gibt, die von sehr weit hinten kommen, also sehr alt sind, mit denen wir aber in Resonanz stehen, die sich plötzlich im Körper ergießen. Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Unterscheidung, dass das nichts damit zu tun hat, dass man gerade ein Gift gegessen hat und zu einem Notfall wird, um den man sich anders kümmern muss. Ja? Bitte, hier ist eine Unterscheidung. Ja? Aber es gibt eben Gefühle, die das karikieren. Ja? Da sind wir schon mal ein bisschen in dem Bereich der Homöopathie. Und in der Seelenhomöopathie versuchen wir vor allen Dingen, Dinge zu verstehen, also einfach kognitiv zu verstehen. Was muss denn passiert sein, wozu habe ich Bezug, um mich so zu fühlen? Also wo laufe ich parallel mit jemandem? Ja? Und da sind wir eigentlich schon bei Tabakung, ja, genau in diesem, was ist denn hier doppelt? Also da geht es gar nicht so um das doppelte Sehen wegen der Vergiftung, was sehr, sehr gefährlich, also sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn man dieses Doppeltsehen hat als Symptom bei diversen Giften, sondern da geht es in der Seelenhomöopathie wirklich dieses, was sehe ich denn doppelt? Also in welchen verschiedenen Zeiten bin ich denn gleichzeitig unterwegs? Ja, das kann sich beziehen auf etwas Altes von mir selbst Erlebtes hier so in meinem Leben oder ich stehe zutiefst in Resonanz, ja, mit Menschen, die mir irgendwie sehr wichtig sind, die ja älter sind, vielleicht auch noch leben, wahrscheinlich aber auch nicht mehr leben, deren Schicksal und Lebensweg uns aber so berührt, dass wir davon Dinge noch weitertragen. In diesem Sinne ist das Thema Rauchen von Tabak ja gar nicht uninteressant, weil es eben eine Annäherung ist an etwas, was an einem vermeintlichen Ende schon eine Bedrohung sein kann, aber erstmal nicht so doll fühlbar ist, aber man ist so auf dem Weg, man ist so dazwischen, man ist hier, man ist da. Also das heißt, es ist wie so ein Mittler, also der Rauch, das Rauchen ist wie ein Mittler zwischen den Welten. Ja? Das Nikotin würde einen hinbringen zu dem Punkt, ein Erlebnis, also zum Beispiel ein unverarbeitetes Todesereignis darzustellen. Das muss man vielleicht einfach mal so klar sagen. Aber so, ja, der Rauch und das bisschen Wirken von Nikotin, also immer so kleine dosenmäßig, das bringt einen einfach in den Gefühlskontakt. Ja, es schafft eine Nähe zwischen den Welten und häufig ist es diese Schwelle zwischen Leben und Tod oder dem Leben und dem eigenen Unerreichbaren im Leben. Boah. Da ist so beides und alles möglich, wie sich da auch Sehnsucht drin entfaltet. Auf jeden Fall ist es ein Torwächter und es ist sehr schwierig, hinein und wieder herauszukommen. Also es ist ja, ein echter Kernkonflikt, eine echte Prüfung. Dafür betrachten wir uns doch
ein bisschen das Thema Rauch. Dazu habe ich die kurze Frage. Stell dir vor, du bist gerade ein Kind und kriegst die Aufgabe, mal doch mal ein Gespenst. Wie würdest du es malen? Jetzt geht es ja um das Thema Rauch und ich kürze das jetzt mal ab. Ne? Also die eigenen Gedanken sind da natürlich schon sehr wichtig, aber sehr häufig ist es so, dass so der Rauchschwaden ja, irgendwie symbolisch dargestellt wird, also eine Form von Rauch oder nebelartigem Wesen mit zwei Augen. Also es gibt so keinen Körper, ja, es gibt nur Rauch und vielleicht auch Töne, also so Schall und Rauch und Augen, die gucken. Ja, also das Thema Augen ist nicht unwichtig. Ja? Und ja, ganz viele Kinder malen so Gespenster, jetzt war gerade Halloween, ja, so lauter kleine Huibus, die so rumfliegen in allen möglichen Formen. Das ist sozusagen sehr, sehr schnell, sehr leicht malbar, weil es keine so feste Form gibt und weil es auch sehr einfach ist. Ja, ja, zwei Augen rein, fertig. Ja, so Bettlaken übergehängt, zwei Augen rein, fertig. Ja, und ja, dann geht es natürlich bei so einem Gespenst auch um Schreck. Ein Gespenst kann einem Schreck einjagen. Es ist das Symbol, als würde die Totenwelt mit uns reden. Der Rauch ist also etwas, was so, naja, auf einer Ebene so gar nicht so ernst genommen wird. Also Rauch gibt es halt so in der Welt. Der ist auch so um viele Menschen drumherum, kommt aus Häusern und Schornsteinen heraus und ja, ist halt irgendwie so da. Aber wenn der Rauch plötzlich guckt, also wenn wir eine Resonanz zu diesem Rauch bekommen, dann kann es sehr schnell bedrohliche Gefühle geben. Halten wir also fest, sogar Kinder verstehen Rauch als ja, ein Symbolträger aus der Totenwelt. Ja? Also sie stellen Gespenster damit dar. Und ja, gerade Kinder lieben das ja auch, erwachsene Menschen zu erschrecken. Also so in unerwarteten Situationen eben. Ja. Und das funktioniert scheinbar aus so symbolischen Kräften aus der Totenwelt besonders, besonders gut. Und ja, da haben die Kleinen ihren Spaß dran, die Großen ihre Schwierigkeit. Manche nehmen diesen Spaß mit in das Erwachsenenalter und es hört überhaupt nicht auf. Aber diese Verbindung zwischen Rauch und Totenwelt ist wirklich sehr verbreitet. Gehen wir dazu in die Symbolik der Friedenspfeife. Ja, auch in wirklich ältesten Zeiten wurde Rauch auch dafür benutzt, um ja, Konflikte zu bereinigen, ja, zu besiegeln. Ja, das heißt, man hat sich bekriegt und bestritten und dann raucht man eine Pfeife miteinander. Ich atme was, du atmest was. Ja, das heißt, wenn wir jetzt aber die Symbolik von den Kindern dazu nehmen, ja, dass es ein Raum, eine Resonanz, ein Bereich aus der verstorbenen Welt ist, also sagen wir es jetzt mal ganz ohne Schreck, sondern einfach so der tiefe Kontakt zu unseren Ahnen. Und ich habe jetzt hier aber einen Gegenüber, mit dem ich mich streite oder gestritten habe und jetzt vertragen möchte, dann lasse ich diesen Rauch durchziehen aus der Ahnenwelt in meinen Körper, in mein Atemsystem, verteile es in meinem Körper, in meinen Zellen. Und das macht mein Gegenüber auch. Das heißt, wir tauschen wirklich
unendlich alte, viele Zeiten, also den Kontakt zu unseren Ahnen, also man könnte sagen, so von Seele zu Seele, von Ahnen zu Ahnen, von Körper zu Körper, zum Frieden im Hier und Jetzt, tauscht man durch dieses Miteinander rauchen nach einem Konflikt aus und resoniert miteinander. Völlig geniales und logisches Symbol. Rauch kann aber auch so unterschiedlich wirken. Ja, es gibt Menschen, die haben so eine Wolke um sich herum oder auch so Menschengruppen von Wolken, wo man denkt so, oh, ja, das ist so, oh, da hockt so richtig was drauf und man denkt so, oh weia, also da kommst du nie wieder raus. Also das ist so wie Dementoren, also viele, ja, schon älter geworden, Huibus, die so an jemandem dran kleben. Also da hat man eher so das Gefühl, als würde die Totenwelt, ja, ihre Finger ausstrecken. Ja, und es gibt einen Bezug in diese Welt, in ein Elend und Unglück und an Übelkeit. Also gar nicht dieses frei fließende Urvertrauen von den Ahnen, sondern so mehr so ein Hineinziehen in das Schwierige. Und dann haben wir aber auch ja, Symbole von Rauch, ja, die unglaublich sind, wenn man sich so Marlene Dietrich vorstellt, wie sie vor diesen jungen Soldaten, die im Prinzip gerade angefangen haben zu begreifen, dass sie hier in einem wirklich üblen Elend hocken, ja, und ihr Leben relativ wahrscheinlich sehr schnell, sehr unlustig verlieren und ohne Abschied, denen hat sie ja einerseits ihre Stimme, aber eben auch Rauch geschenkt. Also und dieser Rauch, also das ist so ein, ja, das ist jetzt gar nicht wie eine Friedenspfeife zwischen, ja, zwischen vorherigen Gegnern, ja, die jetzt Freunde werden, sondern es ist ein Zugang von dem eigenen Schwierigen, ja, von der Angst und Diskrepanz auch, die man so mit dem Übergang und dem Tod hat, dass dort, sie hat eine Verbindung geschaffen. Ja, sie hat eine Verbindung geschaffen, einerseits zu der Welt, wo die Soldaten sich hingewünscht haben, nämlich einfach in ihr Leben und zu ihren Liebsten und zu ihren Kindern zu gehen und ja, einfach eben zu leben und auch Spaß zu haben und, ja, und gleichzeitig eben weg zu müssen, verloren zu gehen, ja, ja, andere Menschen umzubringen, das ist das ist irgendwie keine Ehre, das ist schwierig. Und ja, und da in diesem Bereich also mit hineinzugehen, also der Rauch schafft es, ein kleines bisschen mit hineinzugehen in diese Welt und ja, Kontakt aufzunehmen. Und auch hier könnte man sagen, einen Frieden zu schaffen. Einen Frieden zu schaffen, indem man sich in dieser elendig schwierigen Aufgabe ja nicht so sehr alleine fühlt, also begleitet und einen Rauch begleitet fühlt. In dem Konflikt von Tabakum, also in dem richtig dysbalancierten Zustand, da hat man eigentlich kein Gefühl von Gefahr. Ja, da hat man keine Angst und
Ja, man könnte sagen, man leugnet auch Gefahr. Also so, man ist so nicht verletzbar. Ja, man hat so eine positive, heile Welt und macht so Dinge, lässt sich aber auf andere Dinge auch nicht ein. Also man raucht nicht so Friedenspfeifen oder so, die einen berühren können. Ja, aber das heißt, da hat man so eine Diskrepanz, dass man in einer Welt ist, die mit dem, dass es Gefahren gibt oder Abschiede und Trennungen, nichts zu tun hat. Ja? Und das ist anmedizinisch, seelenhomöopathisch eben dieses Doppeltsehen. Ja? Man hat dieses Gefühl, ja, ich sehe das eine und ich sehe das andere, wenn sich diese Welten mischen. Ja, im wirklich stringenten, schwierigen Zustand sieht man nur das eine, rennt in die Gefahr und sieht sie nicht. Ja, also man futtert quasi fleißig Nikotin. Ja. Und wenn man das dann körperlich irgendwann fühlt, dann hat man keinen Bezug mehr dazu, dass man irgendwann mal was getan hat. Ja, das ist jetzt symbolisch. Das ist symbolisch gemeint, ja. Und da haben wir eben eine wirkliche große Schwierigkeit mit diesen doppelten Welten. Ja, man fühlt sich doppelt, als gäbe es noch jemanden außerhalb. Und da sind wir schon in dem Bereich der Verstorbenen. Also jetzt nicht irgendwie gruselig, dass irgendwie ein Huibo oder ein Verstorbener was von einem will, sondern es gibt... Ja, es gibt eigentlich nur einen richtig, wirklich sinnvollen Zugang zur Totenwelt und das ist diese Resonanz der Liebe, dass man sich dort eben hinwidmet, weil man noch was verstehen will und dieser Kontakt ist einem so wichtig, dass man es im eigenen Leben auch ausdrücken will. Ja, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Ja, und eigentlich versucht man sich auch über den Rauch zu berühren, in den Kontakt zu kommen und mehr zu verstehen und es dann auch lösen zu können. Nur da sind wir dann doch leider bei Huibu, weil man kriegt es dadurch nicht gelöst. Also wenn man den Kontakt hätte und der Rauch quasi durch alle Welten hindurchgehen könnte, dann sind wir in diesem Bild der Friedenspfeife, was auch über Feindschaften hinweg einen Ausgleich schaffen kann von der Ahnenwelt zur Ahnenwelt, von Seele zu Seele. Ja, das klappt aber in dem Konflikt überhaupt nicht, weil man in diesem Schreck landet. Man schafft es eben nicht, in den Kontakt mit den Toten zu kommen und an die eigene Urkraft und Wurzelkraft, sondern man versucht Kontakt aufzunehmen und landet in dem Schreck, wo die Verstorbenen ihren eigenen Tod auch noch gar nicht verstanden haben. Ja, und es geht jetzt nicht darum, für uns was für sie zu tun. Das Problem ist, dass wir diesen Kontakt nicht aufnehmen können. Man legt sich quasi in die gleiche Situation und stellt es wieder dar. Das macht man aus tiefer Liebe, weil sie einem wichtiger ist, oft als das eigene Leben. Das ist natürlich eine große Geschichte, aber nicht unüblich. Und im Thema Tabak, also das gibt es auch in vielen anderen Bereichen auch, ja, aber im Thema Tabak wird es halt durch diesen Rauch sehr symbolisch. Und ja, ich denke, es ist wichtig, kognitiv darüber zu reden, weil wir auch darüber Dinge und Verbindungen aufnehmen können und lösen können. Also wir können auch in diesem Bereich Dinge verabschieden und dadurch wieder aufnehmen und in den Kontakt gehen. Ja? Das Schwierige ist nicht, dass wir in den Kontakt kommen, sondern dass wir nicht in den Kontakt kommen und in diesem Bereich dieses schwierigen Todesmomentes, des absoluten Elends, der Übelkeit, des Doppelsehens, des Verdrehens, der Neuralgien, also in diesem Bereich auch von der Körperlichkeit kommen. Ja? Und da die körperlichen
noch nicht verarbeitet ist, versucht man auch nicht so körperlich zu sein, weil da drin kann man es scheinbar nicht verarbeiten. Also es ist tatsächlich etwas, wo wir so mit Körperarbeit nicht so primär drankommen. Ja? Deswegen existiert diese Karte auch noch nicht. Ich baue sie aber demnächst. Ja, aber jetzt ist sie schon mal so gedanklich in Resonanzen und kognitiv vorhanden. Wenn der eingeatmete Rauch durch deine Lungen und deine Nebenhöhlen zieht, wird er dort tiefe verborgene Gefühle berühren. Groll, Hader, Panik und Angst, Elend und Übel. Lass ihn einhüllen, den Rauch, und atme ihn aus. Atme ihn aus in dem Kontakt mit deinem Herzen und lass Frieden entstehen zwischen den Welten, mit denen du verbunden bist.